Hallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen hier heute zurück auf das Thüringen bei Mistfahren. Zugleich ist das die erste Folge, bei der ich mit dem Trustmaster T500 RS Lenkrad im LS spiele. Und ich glaube, für die meisten Zuschauer wird es überhaupt das erste Mal sein, dass ich mit Lenkrad spiele. Von dem her, geile Neuerung. Ich muss mich noch ein bisschen eingewöhnen in die ganzen Funktionen, Knöpfe und so weiter, Tastenbelegung. Ansonsten läuft das alles top. Heute sind dabei der Fabian, der Tim. Und nach langer, langer Zeit mal wieder der Sharpie. Fabian, ich muss nochmal deinen Kurs übernehmen. So. Wie meinst du? Ich wollte gerade sagen, bist du so hässlich. Nee, hätte ich jetzt nicht geglaubt. Weißt du was? Ich mache was anders. Ich fahre jetzt hier 50 Kilometer nach links rüber und fang da an, weil sonst mache ich deine ganzen Fahrten kaputt, Fabian. Na, weil ich nur 12 Meter habe. Ich habe 12. Der Farmtech 2-Achse hat nur 12. Freunde, 1080 Grad Lenkbereich. 1080 Grad. Ja, was bei dem Ding natürlich dann geradeaus ist, ist natürlich fraglich. Ich spiele jetzt hier trotzdem schön mit GPS-Mod. Wir wollen ja, dass das gerade wird, Freunde. Wir wollen ja keine Noobs sein. Auch wenn ich jetzt den Linienmodus mal kurz deaktiviere. So, lala. Ja, meine hat ja schon wieder hier über 30.000 drin, das weißt du ja, ne? Das Coole ist, man kann richtig schön mit der Maustaste hier sich schön ranzoomen und wegzoomen. Ich darf hier ja nicht auf die linken Tasten kommen, denn da switche ich dann die Fahrzeuge durch. Ja, Freunde, ich muss sagen, beim Livestream war das auch ordentlich, aber wie gesagt, man braucht eine Zeit, um sich das da anzugewöhnen. Irgendwann möchte ich mal gerne die Tasten irgendwie beschriften oder irgendwann müsste ich es auswendig können. Weil die wichtigsten Sachen sind nun mal Tabulator durchswitchen, aussteigen, Licht, Kamera wechseln, senken, anschalten, abkuppeln, Gerätauswahl. Das sind 8 Sachen. Ich habe hier 9 Sachen. Gut. Dann kommt noch, glaube ich, J dazu. Ne, J braucht man nicht, oder? J? Ne, nicht wirklich. Auf jeden Fall kommen ein Haufen Sachen dazu und ich muss auch manuell hier das alles umschalten. Mit 1080 Grad Lenkbereich ist das schon eine Aufgabe, Freunde. Ah. So. Das funktioniert. Die Fliegel, ja, gut. Habe ich auch schon mal dran gedacht. Einige meinten, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Ja, schon. Aber gut, das wäre jetzt sowieso nur die letzten 2 Folgen von dem her. Danach kommt er dann sowieso. Was macht er hier? Ich dachte schon, der fährt nicht korrekt. Ne, er fährt korrekt. Danach kommen jetzt noch schön Pflügen mit einem schönen. Was weiß ich, wie viel Schaden wir da haben. Kein Plan. Ja, wär ne Sache. Den Mist einpflügen und Grubbern. Wir können auch die Grille einpflügen. Wir können auch die Grubbern einpflügen. Bin mir vollkommen egal. Das gepflügte Grubbern und so rum. Das macht man eher selten. Ja, einfach irgendwie aufteilen. Halbwegs sinnvoll aufteilen. Also, man. Bei Mais kann man es ja auch nicht sagen. Manchmal muss man den pflügen, manchmal grubbern, ne? Je nachdem, wie die Bodenverhältnisse sind. Was, ich habe keinen Mais? Hast du schon mal gesagt, ne? Also, ja. Oh, so. So schöner Mais. Du meinst CCM? Also, Korncode-Mix oder was? Ach so, Müsli.
Ja, geschrotet, genau. Geschrotet. So, da sind wir doch gleich mal voll. Oh, ich sage euch, 1080 Lenkbereich ist nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Ach, das Coole ist, der GPS-Mod gleicht ja die Lenkbewegung, wenn man sie langsam macht, wieder aus. Das ist das Coole. Das wusste ich gar nicht mehr mit der. Ja, das stimmt. Musst ordentlich das mittig erwischen, sonst ist es vorbei. Da kommt der Totengräber zu Besuch. Oh, 3%. Okay, schon langsam bin ich am Ende. So, ich komme zurück. Also laggen tut es eigentlich hier fast gar nicht. Also da kann ich schon sagen, das läuft relativ prima. Also bei mir gar nicht. Echt jetzt. Ich weiß nicht. Vor allem, der ist geil, ne, der Fendt. Ja, schon. Mein Gott, Jung. Jungspund. Tobias. Passt das? Also. Stopp! Den verschenkst du, Tobias, den verschenkst du. Fast. Aber das war knapp, du. Du brauchst vier Schaufeln, ne? Vier Schaufeln, jo. Brauchst vier, weil 25% voll sind. Ja, eben. Brauchst du vier Schaufeln. Jawohl. Ne, das passt schon, ne. Teilweise spinnt es halt. Ah, Tim, rechtzeitig. Sehr schön. Und das ohne Gelegge. Zumindest sieht man es nicht optisch. Siehst du, jetzt haben wir 78 und immer noch 23, 22. Ach so, hat sich hochgebackt oder wie? Läuft. So, ich lenke schon mal stark ein. Dann zische ich mal ab, du. Ja, ich muss sagen, jetzt leckt es auch gut. Wobei Nitrado oder wo jetzt? Ach, die Map. Kann schon, ja, gehen wir es trotzdem. Aber gut, wir sind sicher nicht selber hosten. Na, ja, es ist ja klar, dass es nicht bei jedem bei Nitrado scheiße läuft, aber es kann auch sein, dass manche schlecht laufen. Mache, genau, und. Genau. Die E3, die haben nicht mal Xeon. Die haben wahrscheinlich, wir sind die Dinger. Die heißen dann. Ja, Celeron oder noch die ganz alten.
Oh mein Gott. Ich weiß. Aber solche habe ich neulich noch in der Firma ausgegraben, du. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Schmeckt gut. Na, ich habe die CPUs dann geköpft. Die sind festgelötet und dann muss ich die einfach mal köpfen. Spannend, wie so einer von innen aussieht. Reconnectet mal neu, würde ich sagen, oder? Nee, doch nicht. Aber wenn sein Internet abschmiert, dann würde ich sagen, sind die Lecks auch mitverantwortlich von seinem Internet her. Ja. Der Fabian ist raus, ja. Mein Gott. Der kommt schon gleich wieder. So. Das stimmt schon. Aber wenn er jetzt auch disconnected, dann kann es auf jeden Fall da auch damit was zu tun haben. Was kommt denn jetzt? Wer stupst mich an beim Aufnehmen? Den kann ich köpfen, echt. Köpfen. Ah, Game, was ist nun die neue Map? Darf ich beim nächsten Projekt mitmachen? Jetzt hast du die Chance verwirkt. Naja, darf er sowieso nicht, nein. Es ist unglaublich, täglich fragen mich zig Leute auf Facebook, auf YouTube, ob sie mitmachen dürfen. Sie haben es immer noch nicht gelernt, dass ich das schon längst so oft schon gesagt habe, dass es diese Möglichkeit nicht mehr gibt. Ob jetzt mit. Nein! Geil. Das ist echt geil. Die Waschmaschine ist so vollgeladen. Wie geht denn sowas? Ach so. Ja. Heilige Scheiße. Na. Ja. Krass, echt krass. Oh. Ich bin noch mal weg. Jo, rennst du nicht so einfach weg. Ich muss noch einmal umdrehen. Es könnte aber jemand für Fabian fahren derweil, ne? Dann Tim. Ach, kommt schon. Naja, das ist auch gut so. 2 Minuten. Ne. Och komm. Ja, in den 1,5 Minuten werde ich sowieso nicht leer. Also ich schaue, dass ich leer werde, aber das wird eh ein bisschen dauern. Oh, nein. Einen großen Haufen. Echt jetzt? Also ich krieg das Ding noch leer in der Folge. Sowas von. Das ist ein ordentlicher Schnitt. Und Fabian, da ist nicht mehr viel dazwischen, du. Das ist nur noch so ein kleiner Sting hier. Und dann haben wir noch links und dann sind wir fertig. Das ganze Feld Mist gefahren. Dann müssen wir noch eine Folge irgendwas anderes machen. Also woanders Mist fahren. Na, eine Folge. Nein, eine Folge Mist müsste ich nur machen. Und danach kommt noch Pflügen und Grubbern. Jeweils 3 Folgen. Deswegen, ja. Oh, und leer. Ich komme zurück. Nee, weißt du was? Ich fahre bei Fabian. Ich fahre bei Fabian. Oh. Oh, Fabian ist auch leer. Scheiße! Ich fahre aber gerne mit dem Fendt. Das ist so geil, das Ding. Ich brauche echt eine Lenk.
Na, sagt mir so ein. Ich brauche echt so einen Lenkknauf. Unbedingt. Ohne den. Na doch, aber ich will den ja auf 1080 haben. Deswegen, aber mit Lenkrad kannst du mit einer Hand. Mir geht es nur darum, dass ich mit einer Hand lenken kann. Also wirklich genau lenken kann. Ja, da bin ich wohl dagegen gekommen. So. Nein, schade, das. Oh, ich sag's dir. Ja, ist ja gut. Das ist schon echt krass, wie lange man das Ding rumdrehen kann. Das ist echt richtig brutal. Für Formel 1 wäre das auch nichts. Aber für ein LS ist das richtig geil. Du brichst es. 240 Grad. Gerade mal 240. Also, dass du. Das braucht mehr. Also, mehr kannst du auch nicht nehmen. Das ist wirklich, empfehlen die meisten. 260, 200 bis 230, sowas. Eher kein von beiden. Ja, doch, eher. Hamiltons Platz nehme ich ein, bis ich gegen Rosberg fahre. So, Mercedes, nicht mehr McLaren. Nicht mehr, nicht mehr Mercedes. McLaren wäre ja da so schlimm. Ich würde aber warten, bis das neue Formel 1 kommt, weil das andere war nur zum Austesten. 2015er ist kein Meilenstein, aber ich hoffe, dass demnächst ein 2016er kommt. Deswegen wäre es cool, wenn die erstes Drittel der Saison ein neues Spiel kommt und das wirklich mal eine neue Engine hat. Grafisch aufgepeppt ist nichts. Das ist ja wie LS und COD. Immer dasselbe. Oh, wir sind schon bei 17 Minuten. Oh. Freunde, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.